Richard Steiner, Ihr Leben wurde nun zu Papier gebracht. Und wenn man sich die Rückseite von Ein Mann der Ehre anschaut, dann steht da gleich Monsterprozess um den Rotlichtkönig, der Capo von Wien spricht. Also Begriffe, die Sie doch als Unterweltboss titulieren. Ich war am Anfang Leibwächter und bin dann später durch Zufälle dann auch Besitzer von diversen Etablissements geworden. Und irgendwann einmal war die Situation so, dass man sich reformiert hat, weil in Wien, ich war in Oberösterreich auch, aber später dann in Wien, wo die Übergriffe der Ausländer halt stattgefunden haben, und da haben wir uns formiert, da habe ich eine Truppe gegründet, die für Ordnung gesorgt hat. Ne? Wir waren also gegen Drogen und gegen illegale Prostitution und minderjährige Zwangsprostitution und so. Und gegen sinnlose Gewalt. Sie sind emotional und auch körperlich, kann man sagen, schon sehr abgehärtet worden durch Ihre Geschichte. Und ein Erlebnis hat sehr bald stattgefunden, mit 3,5 Jahren, so etwas wie eine Nahtoderfahrung, kann man fast sagen. Ich habe da durch einen Unfall, mein Großvater ist auf mich draufgefallen und auf ein drehendes Rad, und da bin ich praktisch skalpiert worden. Die ganze Haut vorne war weg, das sieht man noch. Und habe den präfrontalen Kortex, also der im vorderen Stirnlappen liegt, zerstört, also unabsichtlich ist zerstört worden, und habe somit keine rationalen Angstempfindungen mehr gehabt, so wie jeder andere Mensch, und keine Furcht von Konsequenzen, und deswegen ist mein Leben dann so abgelaufen, wie es abgelaufen ist. Mit 11 Jahren, da haben Sie beschlossen, Sie wollen zur Mafia. Ja, genau. Ein Freund wollte nicht mit. Genau. Ah, und den habe ich dann verletzt. Für mich war das ein Bruch damals. Wir haben sie ausgemacht, wir gehen dorthin, wir fahren nach Neapel und kostet es, was es wolle. Wir haben sie vorbereitet, monatelang. Und dann hat er gesagt, er geht nicht mit, und er hat aber alle Informationen gehabt. Also, und jetzt war das für mich ein Hochverrat, und den habe ich dann schwer verletzt. Nach Oberösterreich hat er sie dann auch relativ schnell verschlagen. Heid war da das Zentrum Ihrer Schulzeit. Genau. Heid war damals sehr wild, also ganz von den Vorstrafen her war es führend, also jahrelang, Jahrzehnte glaube ich sogar, in ganz Österreich. Weil Heid war früher eine Barackensiedlung, und es waren viele kriminell denkende junge Männer zu finden in Heid, und so ist es, so habe ich Leute in relativ jungen Jahren formiert, und wir haben dann so eine Rockergruppe gegründet. Sie waren bei der Fremdenlegion. Was haben Sie dort gelernt? Also eine Aussage ist ja, Sie haben das Töten dort gelernt, aber ich denke, für Ihren jetzigen Weg haben Sie wahrscheinlich auch andere Sachen gelernt. Das ist auch so, man lernt das Töten, obwohl sich das nicht explizit jetzt ausgedrückt wird, so ausgesprochen wird, aber man lernt vor allem das Töten in der Perfektion bei der Fremdenlegion. Man ist ein Soldat und ein Elitesoldat, und man wird zu verschiedenen Kriegsschauplätzen geschickt. Ja, das war damals so. Die Unterwelt in Oberösterreich, Sexodrom, Napoleonhof, das sind Begriffe, die ja in Oberösterreich bekannt sind. Ja. Was haben Sie dort gemacht? Auch für die Ordnung gesorgt. Das heißt nicht unbedingt Gewalt anwenden. Das heißt, man kann auch präventiv für Ordnung sorgen, indem man was darstellt oder wenn sich ein paar starke Männer positionieren, dann wirkt es abschreckend. Dann muss man nicht die Gewalt, das war immer meine Devise. Aber ehrlich gesagt, danach, nach der Oberösterreichzeit, also nach 95, 96, wo ich zum Buddhismus konvertiert bin. Vorher ist auch oft passiert, dass Gewalt sinnlos angewendet worden ist, in Oberösterreich speziell. Mhm. Wir haben es in Oberösterreich verfolgt wie keinen anderen. Also ja. Da haben sie eine komplette Kleinstadt abgesperrt wegen mir, auch zu Recht. Ne? Und die haben mich da, so viel Polizei war überhaupt noch nie in einer konzentriert in Oberösterreich. Nachdem immer mehr und mehr bekannt worden ist, welche Gewalt angewendet wird von meiner, unserer Seite, hat die Polizei auch richtig das beantwortet und mich sozusagen verjagt aus dem Oberösterreich und mich dann eingesperrt auch, also über Brasilien, nicht direkt. Direkt haben sie es nicht zusammengebracht damals, ihnen zweimal entwischt, aber in Brasilien haben sie mich dann erwischt und nach Oberösterreich ausgeliefert. Sie waren in Brasilien in Haft und haben dort
das vegane Leben, die vegane Ernährung kennengelernt. Vielleicht können Sie die Geschichte kurz erzählen. Da habe ich einen Veganer kennengelernt, der das ganze Leben lang Veganer war. Einen Diplom-Ingenieur aus Südafrika, einen Buren, einen Weißen. Und der hat mir 20 Minuten über die vegane Lebensweise erläutert. Die habe ich dann angenommen und bin seitdem Veganer. Die Pornobranche hat die höchste Suizidrate, sagen Sie, es ist nicht wissenschaftlich belegt, aber das ist Ihre Erfahrung, die Sie sagen. Hat sie auch, ja. Haben Sie selbst an Selbstmord gedacht? Ich war nie in der Pornobranche. Ich habe an Selbstmord nicht gedacht, ne, obwohl ich oft in Situationen war, wo sich jeder normale Bürger aufgehängt hätte. Und ich war schon angeklagt auf 3-mal lebenslang in Brasilien, obwohl ich das gar nicht war. Also diese Ungerechtigkeit alleine lässt einen Suicide-Gedanken, also Selbstmordgedanken aufkommen. Aber bei mir war das nicht so, weil ich immer positiv gedacht habe. Sie haben durchaus ein pompöses Leben geführt. Ein Tiger als Haustier, 150.000 Schilling waren eigentlich immer so dabei, eingesteckt. Früher, ja. Wie ist das jetzt? Na, jetzt ist das alles normal. Die Tiger sind noch immer da. Es ist nicht nur ein Tiger, es sind mehrere Tiger. Geld, also es wird alles normal gehandhabt, also was halt eingenommen wird. Also wie jeder andere Mensch auch, also ich habe mich da normalisiert. Ja. Sie sind also jetzt in erster Linie Unternehmer? Ja, also ich betreibe unter anderem mit mehreren Partnern einen österreichischen Bio-Wodka, der alle Winterkostungen gewonnen hat und sonst in einigen Ländern ausgezeichnet worden ist, den Exakt-Wodka. Verträgt sich das mit der veganen Ernährung? Oh ja, weil er Bio ist. Es ist der einzige Wodka weltweit, der kein Methylalkohol hat. Also man hat keine Kopfschmerzen, man kann den trinken. Man wird zwar betrunken, aber es schadet einem nicht. Und dann gibt es noch die Steiner-Methode. Genau. 2 Wochen, 50.000 Euro. Ja. Das horcht sich jetzt extrem an, aber man muss dazu sagen, man fliegt in Indischen Ozean, das ist da alles inkludiert, in ein super feines Hotel mit einem feinen Sandstrand, wo man halt laufen muss, den ganzen Tag sich dort bewegen muss. Da will man nicht in irgendeiner Massentourismus-Umgebung sich begeben. Da muss auch das Meer sauber sein für diese Steiner-Methode. Was macht man da? Vielleicht können Sie das kurz zusammenfassen. Man trainiert 5 Stunden am Tag in einen aeroben Bereich. Es hat bis jetzt noch keinen einzigen gegeben, der nicht 14 Kilo reines Fett, Mann, wir reden von Männern, reines Fett abgebaut hatte und 6 Kilo Muskeln dazu gewonnen hat. Ja, in Ihrem Buch gibt es ein Happy End. Ja. Das hat mit der Liebe zu tun. Genau, wir sind verlobt. Ich fühle mich jetzt sehr gut und ausgeglichen in der Liebe. Ihre jetzige Verlobte haben Sie so kennengelernt, beziehungsweise so haben Sie gewusst, dass Sie zusammenpassen. Sie haben Numerologie betrieben? Ja, ja, Kabbala, Mathematik. Ja. Also es war die Sympathie. Das hat sich nachher herausgestellt, dass es auch in diesen, von Nummern absolut passt und in jeder anderen Beziehung auch. Und man findet ganz selten so einen Partner. Also 1 zu 150 Millionen, habe ich mir sagen lassen, ist die Möglichkeit, dass man so einen ähnlichen Partner findet. Also die trockene Mathematik hat da eigentlich zugeschlagen und das Hackerl darunter gegeben und das Okay gegeben. Genau. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft. Dankeschön. Dass das Buch ein Erfolg wird, hoffentlich. Danke. Danke Ihnen.